Vielen Dank, Volkmar. Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Brandenburgischen Landtag, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Professoren, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Referentinnen, liebe Referenten, liebe Genossinnen und Genossen. Für mich ist das heute ein wenig ein Perspektivwechsel, deswegen vielleicht die eine oder andere Unsicherheit bitte noch mal übersehen. Aber vor ein paar Wochen habe ich noch 32 Stellen für die brandenburgische Justiz im Haushaltsausschuss aus besonderen Gründen freigegeben und heute bin ich für ihre Besetzung verantwortlich. Das ging ein bisschen schnell in diesem Jahr, war auch nicht ganz geplant, das will ich an der Stelle noch mal sagen, ohne Verschwörungstheoretiker hier noch mal namentlich zu benennen. Aber so ist es halt und ich darf heute deshalb hier das Grußwort halten, halte das natürlich gern auch für das brandenburgische Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz und freue mich sehr, dass die Konferenz hier eine Woche vor der Justizministerkonferenz so gut besucht zustande gekommen ist. Vielen Dank an die Initiatoren und ich denke, das ist in unserem Sinne, in unserem linken Sinne ein schöner Auftakt für die Federführung Brandenburgs in der Deutschen Justizministerkonferenz. Herzlichen Dank also nochmal für die Einladung zu dieser Konferenz. Und in der Tat, das Thema Justizvollzug ist kein Thema, das in aller Munde ist. Auch für die Linke ist das meiner Erfahrung nach nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit. Dabei gibt es gerade auf diesem Politikfeld enorme Potenziale für eine fortschrittliche und humanistische Partei. In der Justiz- und Rechtspolitik kann man noch für einen wirklichen Politikwechsel streiten. Da herrschen zum Teil in der Mitte der Gesellschaft noch Vorstellungen, die einen an vergangene Jahrhunderte erinnern mögen. Ein Drittel der Jurastudentinnen und Studenten kann sich vorstellen, in Deutschland die Todesstrafe wieder einzuführen, zum Beispiel bei Sexualmorden oder grausamen Morden. Auch Folter könnte unter bestimmten Bedingungen angemessen sein, findet sogar die Hälfte der Befragten einer Studie des Erlanger Strafrechtsprofessors Franz Streng. Und auch ganz allgemein besteht heute ein größerer Drang in Politik und veröffentlichter Meinung zu harten Strafen als früher. Welch eine Aufgabe, wie viel bedarf es also für eine echte Lobbyarbeit, für einen humanen, an Resozialisierung ausgerichteten Strafvollzug? Meine Vorgänger im Amt, Volkmar Schöneburg und Helmut Markov, haben dafür einiges geleistet. Sie haben beispielsweise mit der Erarbeitung und Implementierung von neuen humanen Vollzugsgesetzen Maßstäbe für linke Justizpolitik gesetzt. Aber natürlich ist damit noch längst nicht alles getan. Ein kurzer Blick auf die Tagesordnung der kommenden Justizministerkonferenz hier in Brandenburg in Nauen, die in der kommenden Woche stattfinden wird, zeigt das, denke ich, ganz deutlich. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen neben aktuellen Fragen des Asylprozessrechts auch Vorschläge zum Betreuungsrecht, zum Schutz von sogenannten Whistleblowern, zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, zur Streichung des Tatbestandmerkmals der sogenannten schädlichen Neigungen im Jugendgerichtsgesetz und auch die Einbeziehung von Strafgefangenen in die gesetzliche Rentenversicherung. Alles keine Mainstream-Themen, ja, mag sein, teilweise sogar Themen, die durchaus eine kleine Revolution darstellen würden. Nehmen wir das Thema Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Da hat es in dieser Woche erfolgreich funktioniert, dazu gar in der brandenburgischen gedruckten Meinung eine kleine Debatte auszulösen, die heute fortgesetzt wird. Und das scheint sich zu einem interessierenden Thema zu entwickeln. Diesen Vorschlag hat Brandenburg auf die Tagesordnung der Justizministerkonferenz gesetzt. Hintergrund ist folgendes. Die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen hat in der Vollzugspraxis eine hohe Bedeutung. In Brandenburg werden gegenwärtig rund 6% der Geldstrafen in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt, weil der Täter nicht zahlen kann. In der Rechtspraxis werden damit Täter eingesperrt, obwohl sie zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden waren. Betroffen sind mittellose Verurteilte sowie Täter, die mit der Bewältigung von alltäglichen Aufgaben überfordert sind. Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht selten bei Bagatelldelikten vollstreckt. Ich halte diese Vollstreckungspraxis nicht für die rechtsstaatlich bedenkenfreie, sondern vor allem für sozial ungerecht.
Die Verhängung von Ersatzfreiheitsstrafen ist ungerecht, weil die Folgen eines auf Geldstrafe lautenden Urteils für Mittellose härter sind als für Verurteilte, die zahlungsfähig sind. Wir glauben, dass aber die Verhängung einer Freiheitsstrafe nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie dem Subsidiaritätsprinzip grundsätzlich Ultima Ratio sein muss. Nicht nur diese ganz moralischen Gründe sprechen für einen solchen mutigen Reformvorschlag, auch finanzielle Gründe könnte man vorbringen. Schließlich kosten die Haftplätze zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe den Staat täglich erhebliche Geldsummen, obwohl doch eigentlich angedacht war, dem Staat über die Verurteilung zur Geldstrafe Geld zuzuführen. Nach unserer Auffassung sprechen also gewichtige Gründe dafür, die Ersatzfreiheitsstrafen abzuschaffen. Kleine Randbemerkung, in einem gut zu lesenden Artikel heute sagt sogar der Brandenburgische Bund der Strafvollzugsbediensteten, dass mit dieser Tätergruppe, die da im Strafvollzug ankommt, ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand ebenso verbunden ist. Noch einmal Gründe, wo zumindest Fiskalpolitiker doch durchaus die Ohren spitzen sollten, ob es sich nicht lohnt, über solche Vorschläge weiterzureden. Und trotzdem weiß ich natürlich, dass ein solches Ansinnen bei meinen Justizministerkolleginnen und Kollegen nicht gerade auf Begeisterung trifft. Es gibt Befürchtungen und Schreckensszenarien, die zum Teil in der gedruckten Meinung auch schon wieder nachzulesen sind. Linke Justizpolitik ist aber immer noch das Bohren dicker Bretter. Wenn es um die Bundesebene geht, erst recht, zumal dann, wenn man das Einzige als einziger Justizminister mit linkem Parteibuch bundesweit unterwegs ist. Entmutigen lassen wir uns jedenfalls nicht. Das betrifft natürlich ebenso Staatssekretär Ronald Pinkney, der die wesentliche Vorbereitungsleistung für die Justizministerkonferenz zu tragen hatte. Nein, wir müssen länger bohren. Vielleicht muss man auch mit einem kleinen Bohrer anfangen. Jedenfalls bleiben wir an solchen Themen dran. Hat ja auch erste Erfolge gezeitigt. Wir werden sehen, wie sich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche in diese Debatte einbringt. So undenkbar sind unsere undenkbaren Ideen offensichtlich für andere gar nicht, wie es manchmal scheint. Unser Antrag für die Justizministerkonferenz sieht deshalb zunächst einmal eine eingehende und vertiefte Prüfung des Vorschlags vor. Wir wollen nach möglichen Haftvermeidungsstrategien und alternativen Sanktionsmöglichkeiten suchen und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe möglichst einrichten. Manchmal braucht man für die Revolution eben doch einen langen Atem. Lassen Sie mich vielleicht noch ein zweites Thema hier aufrufen, das unserer Rechtspolitiker umtreibt, für das man vielleicht etwas mehr Verständnis auch in der Bevölkerung geben könnte. Ich meine das Thema gesetzlichen Schutz von Whistleblowern. Auch dazu wird die Justizministerkonferenz auf unseren Antrag hin sich verständigen müssen. Der Hintergrund ist klar. Missstände und eklatante Rechtsverstöße in Unternehmen, Behörden, Organisationen können oftmals nur durch Hinweise von Internen aufgeklärt werden. Hinweisgeber leisten der Gesellschaft mit ihrem Engagement und ihrer Zivilcourage wichtige Dienste. Ich erinnere nur an die Skandale in der Altenpflege, in der fleischverarbeitenden Industrie oder auch bei Nachrichtendiensten. Whistleblower handeln in der Regel mit lauteren Motiven, und gehen damit oft ein hohes Risiko ein. Die Rechtslage ist in Deutschland meines Erachtens nämlich defizitär. Der Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern ist auch nach Auffassung zahlreicher Sachverständiger mangelhaft. Er beschränkt sich auf vereinzelte Vorschriften und Einzelfallentscheidungen in Gerichten, vor allem der Arbeitsgerichtsbarkeit. Wir glauben aber, dass es einer effektiven Whistleblower-Schutz durch ein umfassendes Schutzgesetz geben sollte. Wir wollen die bestehenden Rechtsunsicherheiten und die Rechtszersplitterung auch angesichts der gestiegenen gesellschaftlichen Relevanz des Themas rasch beenden und sind gespannt, wie sich dieses Thema weiterentwickeln wird, nicht nur unter Fachpolitikerinnen und Politikern. Denn es ist durchaus spannend. Es ist ein original linkes Thema,
Es trifft aber zunehmend auch den Nerv von großen Personengruppen. Immerhin hat sogar der Bundesjustizminister bereits für einen besseren rechtlichen Schutz von Whistleblowern deutlich plädiert. Justizpolitik ist manchmal nicht populär. Sie greift nicht die Massen in ihren Kernthemen auf und ist nicht immer ein echtes Gewinnerthema. So will ich es mal ganz vorsichtig sagen. Justizpolitik kann aber revolutionär sein. Sie kann und muss für neue Visionen streiten. Mit ihr kann man ein Stück weit die Welt besser machen, humaner, sicherer, vielleicht auch ein wenig friedlicher, auf alle Fälle sozial gerechter. Und es ist an der Zeit, diese Themen deshalb auf die Tagesordnung zu setzen. Ich wünsche der Konferenz einen guten Verlauf, freue mich auf die Justizministerkonferenz in der nächsten Woche und freue mich auf viele Wiedersehen in diesen Runden zu diesen Themen, aber auch weit darüber hinaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.